Mein Name ist Sebastian Kornick, ich bin 35 Jahre alt und bin verheiratet und habe eine kleine Tochter und lebe in Münster. Ich bin Lehrer am Arnold-Janssen-Gymnasium seit 4,5 Jahren. Das ist eine Schule zwischen Rheine, Steinfurt und Emstetten. Jüngst ist es so gekommen, dass ich die Möglichkeit hatte, so noch eine zusätzliche Aufgabe zu bekommen. Und da geht es dann jetzt in meinem konkreten Fall darum, spirituelle Formen für Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. Das ist auch etwas, wo, glaube ich, das Bistum jetzt gerade auch wirklich schaut, so, wie können wir vielleicht auch noch so unser Profil schärfen, also das Profil der katholischen Schulen. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt in diesem Bereich da quasi zuständig bin und dass ich da die Möglichkeiten habe, jetzt auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Also ich reise jetzt zum Beispiel in anderthalb Monaten mit Schülerinnen und Schülern auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Ich glaube, dass das total das tolle Projekt wird und dass die Schülerinnen und Schüler da wirklich richtig Lust drauf haben. So. Also das Klima meiner Schule ist total klasse, muss ich sagen. Und das schließt auch die ganze Schulgemeinde mit ein. Das ist sowohl die Schülerinnen und Schüler, als auch die Eltern, als auch die Hausmeister, die Sekretärin, die Schulleitung und auch meine Kolleginnen und Kollegen. Das ist richtig, richtig erfüllend, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass es das so häufig gibt. Also ich bin wirklich sehr gerne an dieser Schule und auch sehr glücklich. Und ich empfinde jeglichen Kontakt, also mit allen beteiligten Personen, als sehr wertschätzend. Das erleichtert natürlich den Arbeitsalltag. Aber ich glaube auch, dass man da total gut in diesem System Schule zusammenarbeiten kann. Dass es einfach viele Möglichkeiten gibt, wo es irgendwie keine Hürden gibt oder irgendwelche Anforderungen in solcher Art, sondern dass man einfach auch ein Stück weit einfach so sein kann, wie man ist. So. Ich glaube, der kirchliche Träger gibt einem viele Möglichkeiten, die man so an einer staatlichen Schule nicht hat. Das sind gewisse Freiheiten von denen, die mir sofort spontan einfallen. Ich denke aber auch daran, dass es auch gewisse christliche Grundsätze gibt, die mir persönlich auch viel bedeuten, ne, die natürlich auch mit in die Systemschule mit reinfließen. Ne. Ich denke daran, dass man wirklich auch versucht, auch mit allen Möglichkeiten, die wir haben, jedem Menschen auch wirklich gerecht zu werden. Das finde ich, ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Ne. Sei es jetzt durch Sozialarbeit oder sei es durch einen Schulseelsorger oder sei es jetzt auch durch ein Beratungsteam oder so. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine Stärke von christlichen Schulen. Ne. Ja, und die bischöflichen Schulen sind, muss man auch echt sagen, auch wirklich tipptopp ausgestattet. Ne? Wir sind richtig glücklich, dass wir jetzt so einen tollen Neubau bekommen haben. Wir sind dankbar für die Smartboards und die MacBooks, die wir haben. Ne? Also wir können wirklich total digital arbeiten und wir können auch wirklich die ganzen Lehr- und Lernaufträge können wir einfach auch richtig neu denken. Ich glaube, das ist auch eine Chance. Ja, ich würde erstmal sagen, man muss abenteuerlustig sein. Nein, ich glaube, man muss aufgeschlossen sein und man muss generell erstmal Freude an Menschen haben, man muss Lust haben, mit Menschen zu interagieren, man muss auch Herausforderungen mögen, man muss auch die Möglichkeit haben, ein Stück weit zu strahlen, also auch mal morgens um kurz vor acht im dunklen Winter, da muss man auch mal auch vielleicht versuchen, auch ja, die Leute irgendwie zu animieren und die da abzuholen, wo sie auf jeden Fall sind. Ne? Und selbst wenn man tatsächlich auch vielleicht mal einen schlechten Tag hat oder einfach mal ein bisschen müde ist, dann gehört es halt auch dazu, dass man sich natürlich auch selber ein Stück weit motiviert.